Wie seht ihr die sogenannten Nimbin Rocks von den Einheimischen und vor allen Dingen von den Aboriginals als energiereiche Quelle eines ehemaligen Vulkans? Machten einen mächtigen Eindruck. Ich hätte mein Auto fast von der Straße gebracht, als mein Blick zum ersten Mal auf sie fiel. Ihr seht, sind der Überbleibsel des ehemaligen Kerns, der vor vielen Millionen Jahren erlosch. Und hier bin ich nochmal im Nightcap National Park, wo ich einen Blick werfe auf was die Gap genannt wird. Die Gap ist das Gebiet, in dem sich, wie ihr sehen könnt, kleine Farmen angesiedelt haben und was insgesamt mich sehr an das Auenland erinnert, ähnlich wie Hessen in Deutschland. Es ist einfach lieblich und gleichzeitig findet man doch auch immer wieder die dramatischen Felsen, Spitzen, Überbleibsel von ehemaligen Vulkanen in diesem Gebiet. Wenn wir wie hier einen Blick in den Wald hineinwerfen, dann wird uns klar, welche mächtigen Wälder einst diese Gegend überfluteten. Der Baum, vor dem ich da stehe, das sind heute so ziemlich die größten. Aber sie waren wesentlich mächtiger als das. Hier ist ein Baumstumpf zu sehen, auf dem ich sitze, der schon vor ewigen Zeiten das Zeitliche gesegnet hat. Und hier mein heutiger Arbeitsplatz. Ich könnte ihn mir schöner nicht vorstellen. Was meint ihr dazu? Mitten im Wald und doch zu Hause mit dem besten Komfort, den man sich wünschen kann. Danke.